Ja, mein Name ist Markus Haag, Feuerwehr St. Augustin. Bei Eintreffen hatten wir eine Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt. Wir sind sofort mit einem Trupp unter Atemschutz ins Gebäude rein, weil wir nicht wussten, ob noch Personen drin waren. Es waren keine Personen augenscheinlich mehr im Gebäude. Hatten ein Feuer im Bereich des Badezimmers festgestellt, was sehr wahrscheinlich auf die Dachhaut durchgezündet hat. Wir haben im Dachbereich eine Rauchentwicklung gehabt, Dach wurde geöffnet. Haben dort Brutnester vorgefunden, die wurden abgelöscht und das waren die Maßnahmen der Feuerwehr. Die betroffenen Bewohner von dem Heim wurden schon von der Stadt St. Augustin in andere Unterkünfte untergebracht und sind damit auch jetzt für die Weihnachtszeit bestens versorgt. Wie viele Kräfte waren jetzt hier von der Feuerwehr ungefähr im Einsatz? Wir haben ca. 50 Kräfte hier im Einsatz. Und der Einsatz war aber insgesamt relativ schnell abgewickelt? Der war recht schnell abgewickelt, weil wir auch recht schnell lokalisieren konnten, wo es herkam und da waren die Maßnahmen dann auch ganz schnell beendet.